Gute und willkommen bei Barbecue Culture. Heute machen wir mal was Koreanisches. Heute koche ich für Sie. Mein Bruder soll mal weiter am Grill bleiben und grillen. Und heute koche ich mal was Richtiges. Dazu gehen wir jetzt mal hinter und dann stelle ich euch mal die Zutaten vor. Heute gibt es eine koreanische Rindersuppe, Yukgaejang heißt die. Dazu brauchen wir erstmal eine Grundbrühe aus Rinderfilet, viel Knoblauch, Frühlingszwiebeln, schwarzen Pfeffer und getrocknetem Seegras. Und das Ganze bereiten wir jetzt zu. So, das Fleisch kommt komplett in die Brühe. Hier ein schönes Rinderfilet. Hier habe ich schon mal den Topf vorbereitet mit 3 Liter kaltem Wasser oder lauwarmem Wasser. Frühlingszwiebeln, die machen wir alle rein. Dafür schneiden wir jetzt erstmal die Köpfchen ab. So, teilen wir dann nochmal. So. Die kommen auch alle hier rein. Dann brauchen wir ganz viel Knobi und Pfeffer, damit wir das nachher nicht wieder da mühsam aus dem Topf raus fischen müssen, tun wir das alles in so ein Tee-Ei. Ein Teelöffel oder 2 Teelöffel Pfefferkörner kommen noch dazu. Wir brauchen aber noch ein Seegrasblatt. Die Dinger sind immer sehr porös, fallen immer gerne auseinander, deswegen muss man ein bisschen aufpassen. So, kann man das teilen. So, jetzt müssen wir den Knoblauch noch schälen. Dafür brauchen wir ungefähr 7 Stück. Die Koreaner kochen gerne mit Knobi. Das ganze Essen wird sehr. Damit kann man dann. Hat man braucht mal keine Angst vor Vampiren mehr haben zum Schluss. So, hier haben wir jetzt 7 Knoblauchzehen im Tee-Ei und 2 Teelöffel Pfefferkörner, schwarzen Pfeffer. Das Ganze verschließen wir jetzt und tun das auch mit hier rein. Und das Ganze kommt jetzt für 2-2,5 Stunden auf den Ofen. Bringen wir zum Kochen und dann lassen wir das noch 2 Stunden vor sich hin köcheln. Und dann geht's weiter. So, das Ganze kommt jetzt hier auf unsere vorbereitete Grillstelle. Achtung! Naja, passiert. Passiert. Ist nur ein bisschen Wasser. Passiert. So, die Brühe hat jetzt 2,5 Stunden gekocht. Wir nehmen die jetzt erstmal von den Kohlen runter und machen am Tisch weiter. So, holen wir mal das Rinderfilet raus aus der Brühe. Das brauchen wir dann später noch. Das zupfen wir dann gleich noch auseinander. Kommt dann später in das fertige Produkt auch noch rein. Der Rest des Kochtopfs, außer die Brühe, kommt jetzt erstmal weg. Den Kram brauchen wir nicht mehr. So, jetzt machen wir das Chiliöl. Was für das Gemüse dann gebraucht wird. Dazu brauchen wir 5 Frühlingszwiebeln, 10 Knoblauchzehen, ein bisschen Sesamöl, Fischsoße. Alternativ könnt ihr auch normale Sardellen nehmen, 3 Stück. Und Gochugaru, Chilipulver aus Korea. Genau, das ganze Zeug schneiden wir jetzt klein, machen das da rein und dann schauen wir weiter. So, der ganze Kram ist geschnitten, den tun wir jetzt erstmal hier rein. 10 Knoblauchzehen. Ja, mal ein bisschen den Löffel, geht besser. Dann haben wir hier 5 Frühlingszwiebeln. Die kommen damit rein. Dann nehmen wir 4 Teelöffel von dem Chili-Pulver. Je nach, wenn ihr das schärfer haben wollt, könnt ihr auch noch mehr Chili-Pulver reinmachen. Aber ich glaube, für den normalen Otto-Normalverbraucher werden 4
Löffel reichen. Ihr könnt ja später immer noch nachwürzen, falls es euch zu läppisch ist. Dann 4 Löffel Sesamöl. Mit Sesamöl muss man allgemein sorgfältig und sparsam umgehen, weil es doch sehr intensiv schmeckt. Deswegen 3, 4. Und zum Schluss noch ein bisschen Fischsoße. Wie eben schon gesagt, ihr könnt auch gerne Sardellen nehmen, 3 Stück. Verleiht dem Ganzen noch ein bisschen Geschmack. So, das Ganze verteilen wir jetzt noch ein bisschen und das kommt dann auf unsere Grillstelle. So, das Ganze kommt jetzt für eine Viertelstunde auf die Kohle oder alternativ auf Herd und dann geht's weiter. So, jetzt bereiten wir das Gemüse und das Fleisch zu. Als Gemüse, wer hätte es gedacht, den Rest an Frühlingszwiebeln, den ihr noch habt. Dann natürlich das Fleisch, das zupfen wir jetzt gleich noch ein bisschen klein. Dann kommen eigentlich noch 3 koreanische Gemüsesorten dazu. Die kriegt man aber allerdings weder bei Amazon noch im lokalen Supermarkt. Dafür müsste man dann irgendwelche koreanischen Feinkostläden aufsuchen. Deswegen habe ich jetzt hier einfach mal noch Bambussprossen genommen, damit wir hier nicht nur Frühlingszwiebeln in unserer Suppe haben. Genau, das Ganze machen wir jetzt klein. Die Frühlingszwiebeln schneiden wir in, die Köpfe schneiden wir ab, dann schneiden wir das in 5 cm große Streifen, halbieren die noch. Genau, das werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen kleiner machen. Genau. Und dann geht's weiter. Die Paste, die wir eben angerührt haben, löschen wir jetzt nach der Viertelstunde, die sie auf dem Grill war, noch ein bisschen mit Sojasauce ab. Genau. Riecht sehr schön nach Knobi. Genau. So. So, die Pfanne nehmen wir jetzt erstmal von der Grillstelle. In die Paste kommt dann gleich unser Gemüse rein, aber dazu kommen wir dann gleich. So, das gezupfte Fleisch, die geschnittenen Frühlingszwiebeln und den kleingeschnittenen Bambus, den vermischen wir jetzt mit der Paste, die wir vorhin angerichtet haben. Genau, das machen wir jetzt einfach mal. Alles rein und dann geht's los. Das Ganze kommt jetzt in unsere Brühe, die wir vor einer Stunde gemacht haben. Vor 2 Stunden. So, das fertig angerichtete Gemüse mit dem Chiliöl kommt jetzt wieder zurück in unsere Brühe. Und ja, machst du das mal da rein. Einfach komplett mit Fleisch. Alles, was ihr drin habt. Genau, so. So, zu dem Ganzen kommen jetzt noch Mungobohnenkeimlinge, kriegt ihr im Supermarkt, ganz normal. Die kommen aber jetzt einfach nur noch hier rein, komplett. Ja. So, also noch ein bisschen umrühren. Und das Ganze muss jetzt noch eine Stunde kochen und dann geht's weiter. So, unser Süppchen hat jetzt fertig gekocht. So sieht das wunderbare Süppchen aus. Wir rühren das Ganze jetzt noch mal schnell um. Den Grund erfahrt ihr nach dem Umrühren. So, sieht auch wunderbar aus. Riecht auch schön. So. Das ganze Süppchen kriegt jetzt noch 5 Eier.
Die Eier kommen jetzt rein. Ich gieße sie einfach ganz langsam rein. Das Ganze rühren wir danach nicht mehr um, weil sonst flockt das Ei sehr. So, es soll jetzt einfach nur noch stocken. Und dann haben wir nachher schönes Ei in unserer Suppe. So, richten wir das Ganze mal an. Erstmal den Deckel runter machen. So, in unsere Bowl haben wir schon Glasnudeln, hatten wir jetzt vorbereitet. Einfach ein paar Minuten in heißes Wasser legen und dann sind die auch fertig. Auf das Ganze machen wir jetzt einfach ein bisschen von unserer Suppe. Hier sieht man das Ei nochmal schön. Noch ein bisschen Brühe. So. Das Ganze garnieren wir noch mit ein paar Chiliflocken. Und fertig ist unsere koreanische Rindersuppe. So, dann wollen wir das Ganze mal probieren. Und du darfst jetzt auch wieder zu uns kommen. Darf ich das? Du darfst das. Ich habe eine Gabel für dich mitgebracht. Dann zeig mir mal, wie man das macht. Oder was man gemacht hat. Wie, was man gemacht hat? Ja, was du hier zusammengeschustert hast. Ach so, ja. Kriegst ja jetzt beigebracht. Wir haben hier erstmal 2 Stunden Rinderbrühe gekocht. Mhm. Ganz am Anfang. Dann haben wir eine Chili-Pasta gemacht mit Frühlingszwiebeln, ganz viel Knoblauch. Alles also, gut? Gefällt dir? Ja, alles gut. Chili-Pulver, Sesamöl und Sojasauce und noch Gemüse und das Rinderfleisch noch reingemacht. Und das Ganze haben wir dann nochmal eine Stunde hier kochen lassen. Dann bin ich ja mal gespannt. Genau. Und jetzt darfst du sogar als erstes probieren. Ich bekomme die Ehre. Ja, du bekommst die Ehre. Schauen wir mal. Nudeln, bisschen Ei, Fleisch, alles genau, rein. Alles rein. Die Nudeln sind lang, musst du aufpassen. Hm. Hinten kommt ein bisschen Schärfe, ja. Aber ist gar nicht so übertrieben scharf. Oh ja. Lecker. Sehr gut. Du darfst öfters kommen, wenn du willst. Ja, finde ich auch. ist uns gelungen. Sehr gut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, auch wenn es nicht von mir ist, abonniert trotzdem meinen Kanal, vielleicht seht ihr den hier öfters mal hier. Bestimmt. Und teilt das Ganze, Daumen nach oben, Kommentar, kennt ihr ja alles, Glocke und so weiter. Heute darf er sich verabschieden, ich schau schon mal. Ja, wie er schon gesagt hat, wenn euch gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall. Ich bin sein Bruder, der Sven, und wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder. Bis dahin. Euer Barbecue Culture Team. Und tschüss.